Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Land Ock von Ulysses Spiele und warum das eine ganz besondere Rezension ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Dann lass es wirken. Ich wollte ja noch meine Haare waschen. So, und damit sind wir auch schon im Inhaltsverzeichnis. Was ich hier erkennen könnt, ist, je nachdem, wo eure Blicke sich gerade aufhalten, dieses Buch nimmt sich nicht ganz ernst. Ganz unten links, bla bla, mit groß, groß, wichtig, du Wand schön, da kann man schon erkennen, das Ding ist speziell. Und wer seinen Humor zu Hause gelassen hat, der kann diese Rezension quasi auch gleich wieder ausmachen. Für den ist das ganze Buch nämlich nichts. Für wen ist das Buch denn sonst etwas? Naja, wer schon immer mal Höhlenmenschen spielen wollte, aus welcher Begründung auch immer, der kann das tun. Gemeinsam mit seinen schwachsinnigen Freunden auf Abenteuerjagd gehen, vielleicht den einen oder anderen Dino kloppen und hier in dieser Steinzeit gibt es Dinos. Das mag der ein oder andere Anthropologe unter euch oder Geschichtswissenschaftler anders sehen, aber dieses Buch behauptet, Dinos, also der T-Rex oder der Ankylosaurus, wie auch immer, die gab es in der gleichen Zeit wie Steinzeitmenschen oder Höhlenmenschen. Das Ganze ist ein Grundregelwerk und dementsprechend wird hier beschrieben, wie die Regeln funktionieren. Die Regeln sind eigentlich relativ simpel. Es gibt auch noch einige Zusatzregeln, die das Ganze noch einmal vereinfachen, die sogenannten optionalen Regeln. Nein, nicht optional, sondern optional. Ja, hier werden die Wortspiele groß geschrieben und das ist lustig. Die optionalen Regeln machen es noch einmal einfacher, als es sowieso schon ist. So wie ich es verstanden habe, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich habe schon von anderen Runden gehört, die es gespielt haben, soll das wohl ein unglaublicher Klamauk sein und die Menschen haben noch tagelang davon gesprochen, dass diese Runde wohl super lustig war. Man hat wohl eine begrenzte Wörterliste, die je nachdem, wie groß das eigene Gehirn ist, mal mehr oder weniger klein oder groß sein kann. Die Wörter werden ausgewürfelt oder können ausgewürfelt werden. Und wenn ihr euch diese Wörterliste anseht, auch das ist einfach nur krank. Ich meine, schaut es euch an. Es sind dann so Dinge wie Stein, Wasser, Feuer, Baum. Und die muss man dann eben miteinander so kombinieren, dass alle anderen es verstehen können. Ja, sowas wie Plausibilität ist natürlich ein Ding, das passt hier überhaupt nicht rein. Und wer die 20 würfelt, das wird vielleicht lustig werden, aber helfen kann man sich damit nicht. Auch der Spielleiter ist angehalten, wenn man sich das Ganze mal ansieht. Wenn er das leitet, dann soll er auch nicht von, Dingen wie einem Krokodil reden, wenn er dann eine Szene beschreibt. Das heißt, die Leute, die Höhlenmenschen stehen gerade an einem großen Fluss und waschen sich. Und es soll dann nicht beschrieben werden, ein Krokodil kommt auf euch zu, sondern ein groß stinkig Wasser kommt auf euch zu und dann muss man sich eben erstmal überlegen, was das überhaupt soll. Es geht weiter mit den Waffen oder auch den Rüstungsteilen, die die Charaktere bekommen im Laufe des Spiels. Das ein oder andere der Ausrüstungsliste mag vielleicht selbsterklärend sein. Fels, klein und groß, oder Keule, Steinkeule, ist natürlich klar, aber langes, spitzes Ding, das könnte vielleicht sowas wie ein Speer sein. Oder ein kleines, scharfes Ding könnte vielleicht sowas wie ein Messer sein. Aber man muss sich da eben mit dem Vokabular behelfen, das einem zur Verfügung steht. Finde ich einen lustigen Ansatz und man versucht dann händeringend, sich so dumm wie möglich darzustellen oder mit diesem Vokabular zu arbeiten, was dann überhaupt zugelassen ist. Man kann sich auch gegenseitig noch eigene Sprachen beibringen, beziehungsweise Wörter beibringen und versuchen, sein Leben so erträglich wie möglich zu machen. Wir springen allerdings noch ein bisschen zurück, da habe ich eben gerade ein bisschen vorgegriffen. Es gibt dann unterschiedliche Charakterklassen, die ihr hier dann erkennen könnt, sowas wie den starken Höhlenmensch. Es gibt dann den schlauen Höhlenmensch, der andere für sich arbeiten lässt. Es gibt den schnellen Höhlenmensch, der schneller rennen kann als alle anderen. Und wenn ihr euch dann hier das Video einmal pausiert und dann die Geschichte vom starken Höhlenmenschen einmal durchliest, könnt ihr auch schon erkennen,
wie die anderen Charakterklassen da so ein bisschen mit verwoben werden. Der eine oder andere wird dann hier auch schon mal vorgestellt. Auf jeder Seite ist es eben ein anderer Höhlenmensch, der vorgestellt wird und der andere auch noch mit einführt, der dann also erklärt, wie es dann zu dem schnellen, zu dem schlauen Höhlenmenschen oder zu dem grunzenden Höhlenmenschen gekommen ist. Das ist so ein bisschen der Magier, wenn man so möchte, der grunzt dann ein paar ja, nicht verständliche Wörter. Und wenn er Glück hat, dann kann etwas passieren, was irgendwie mit physikalischen Regeln begründbar ist. Sei es, dass der Felsen irgendwie runterfällt und auf einen Dino-Kopf stürzt, wenn denn da ein Felsen lag. Man kann keine neuen Felsen erschaffen. Ja, dieses ganze Buch ist einfach nur Chaos. Aber es macht Spaß zu lesen. Ich habe teilweise mehrmals einfach nur die Augen geschlossen, musste einmal bis drei zählen und durchatmen, weil ich sonst einfach nur verrückt geworden wäre. Im positiven Sinne. Es ist einfach, ja, lustig. Neben den Dingen, die man tun kann, also die Fertigkeiten, gibt es auch noch eine Liste der Dinge, die man nicht kann. Das ist dann unter anderem sowas wie ein Feuerball schmeißen oder Unsichtbarkeit. Das sind dann eben nochmal Hilfestellungen für den in Anführungsstrichen grunzenden Magier, damit dem eben auch nochmal klar gemacht wird, dass es zwar alles lustig ist, aber dass es doch irgendwie in physikalischem Rahmen bleiben muss. Und ja, in die Matrix einloggen. Wir sind hier in einem Steinzeit-Rollenspiel und da gibt es natürlich keine Matrix, in die man sich dann mit einem Computer oder mit einer Telefonwählscheibe einloggen kann. Sollte eigentlich selbsterklärend sein, aber ich glaube, die Autoren hatten hier unglaublich viel Spaß, dem Leser dann noch einmal, ja, vielleicht nicht den Spiegel vorzuhalten, aber ja, das Ganze lustig zu verpacken. Zusätzlich zu diesem Buch gibt es auch noch Labregeln, das heißt, wer schon immer mal halbnackt irgendwo auf einem Feld sitzen wollte und das Ganze dann eben gelabt ja, spielen möchte, der kann das eben auch tun, aber ja, die Regeln dazu sind quasi, zieht euch aus und setzt euch auf ein Feld. Mehr ist es nicht. Es gibt dann auch noch ein paar Zusatzregeln, die dann der Spielleiter einführen kann, wenn er möchte. Das sind dann so Sachen wie ein Dino-Haustier, das könnt ihr auf der linken, aber auch auf der rechten Seite erkennen. Das heißt, wer schon immer mal einen kleinen, in Anführungsstrichen kleinen, 3 Meter großen T-Rex haben wollte als Haustier, den man dann im Babyalter adoptiert und dann großzieht, damit man später auf ihm reiten kann, der kann das eben versuchen. Ob das klappt, ist eine ganz andere Sache, aber es ist eben hier vorgeschlagen. In diesem Buch sind auch noch gegeben ein paar Szenarien, wirkliche Abenteuer sind das nicht, die hier geboten werden, aber man kann sich eben daran orientieren, um erste schöne Abenteuer auszugestalten. Auf der rechten Seite könnt ihr erkennen, dass das hier wohl ja so eine Art Herr der Ringe ist, wo es dann darum geht, dass man ein Stein-Ding vernichten muss. Ja, ob das dann gespielt werden soll oder nicht, ist dann die Entscheidung vom Spielleiter. Man kann auch Game Og Thrones spielen oder den Zauberer von Og, was dann natürlich eine Anspielung auf Oz ist, den Zauberer von Oz. Aber wer da noch mehr wissen möchte, muss dann eben in dieses Buch hereinschauen. Zusammenfassend kann ich sagen, das ganze Ding ist natürlich ein Quatschbuch, das habe ich am Anfang schon erzählt. Und wer da mal reinschauen möchte, der kann das gerne tun, aber man muss wirklich die Leute dafür finden, die sich dann eben auf sowas einlassen und das ist dann wirklich Bier und Brezel. Und ich vermute, das könnte was für einen Abend sein oder einen Abend mal im Jahr. Das könnte man dann auch eben, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Anlässen spielen, wie einem Geburtstag oder auf einer Convention. Aber eine regelmäßige Runde oder gar eine Kampagne wird, glaube ich, nicht klappen. Da werden dann alle irgendwann sehr verrückt werden. Und mir wurde auch von einem Spielleiter erzählt, dass er in einem Abend hat er, glaube ich, 20 Charaktere getötet. Das war wohl eine der tödlichsten Runden, die er mal mitgemacht hat. Und ja, da muss man sich eben überlegen, wie der Faktor, wie die Tödlichkeit ist. Und ob einem das dann auf lange Zeit Spaß macht, ist dann, wie gesagt, eine ganz andere Sache. Gut, damit gehen wir in die Bewertung des Buches. Wie immer für ein Grundregelwerk werde ich jetzt erst das Zeichnung und Layout bewerten und hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Das liegt unter anderem mehr am Layout als an den Zeichnungen. Es gibt hier einigermaßen viele Tabellen und die wirken auf mich ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Das ist dann Word oder Open Office. In 2 Minuten kann man sowas zusammenbasteln und
Ich weiß auch nicht genau, wie oder ob man das hätte noch besser machen können, aber die Tabellen wirken auf mich lieblos. Zumindest hätte man da noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken können. Allerdings sind sie übersichtlich und das, was dann irgendwie rausgelesen werden kann, das wird dann eben auch rausgelesen. Mit dem Rest von Zeichnungen bin ich ganz zufrieden. Es gibt ein paar davon, wirklich viele sind es nicht, aber es sind eben auch nur die 96 Seiten und daher ist das im Rahmen völlig okay. 3 von 4 Punkten ist jetzt ja auch nicht wirklich schlecht. Ja, Redaktion und Struktur. Auch hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Ich hatte so ein paar Probleme mit der Anordnung, was man dann eben auch im Inhaltsverzeichnis sich ansehen kann. Wann werden die Charaktere eingeführt? Wann werden die Regeln erklärt? Wo steht die Ausrüstung am Band? Das kann man zwar schnell finden durch das Inhaltsverzeichnis, aber ich finde die Stellen, wann, wo, was eingeführt wird, finde ich ein bisschen kritisch. Und wenn man sich dann die Charaktererschaffung ansieht, weiß man noch nicht genau, was genau wichtig wäre oder was wichtig werden könnte. Vor allem, wenn ich dann nur eine begrenzte Anzahl von Wörtern habe, weiß ich nicht genau, brauche ich jetzt eher 4 Wörter, brauche ich 5 Wörter, brauche ich vielleicht auch 10 Wörter und kann ich damit eben auch das formen, was ich möchte, oder hänge ich dann am Ende nur fest mit einem einzigen Wort, was ich sprechen kann? Und wenn ich dann die ganze Zeit nur Feuer, Feuer, Feuer sagen kann, weiß ich nicht, ob das den Abend Spaß machen kann. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert, aber das müsste dann ein Spieltester geben. An sich finde ich es erst einmal etwas unübersichtlich und gebe da dann eben auch den Punktabzug. Bonuspunkte. Ja, das Buch ist das, was es sein möchte. Es ist nicht ernst gemeint, es ist lustig oder versucht lustig zu sein. Ich habe an einigen Stellen, wie gesagt, die Augen kurz zumachen müssen, einmal durchatmen. Aber wie ich dann eben von der Testrunde schon gehört habe, erfüllt es eben das. Die Spieler hatten unglaublich viel Spaß. Sie haben tagelang über diese Runde geredet und es war ein unglaublicher Klamauk. Und von daher wird das eben auf einer Convention oder auf einem ja, einmaligen Spielabend, vielleicht zu einem Geburtstag oder so etwas, etwas sehr Besonderes sein. Und ich glaube, da lohnt es sich eben nochmal reinzugucken. Die Krux, die ich hier sehe, ist hier noch ein bisschen der Preis pro Seite. Ich habe das mal ausgerechnet. Das Buch kostet 20 € und das sind dann 21 Cent pro Seite. Wenn man sich das Ganze als PDF organisiert, dann ist man bei 6,9 Cent pro Seite. Man muss hier allerdings auch beachten, dass es farbig ist. Ansonsten, ich finde, das Buch ist gelungen. Ich möchte es auf alle Fälle mal ausprobieren. Ich möchte es spielen. Ich habe Lust, das System mal zu testen. Ob es für mehr reicht, weiß ich noch nicht. Das könnte ich eventuell mal in einem Spielbericht dann zur Convention oder so etwas bringen, wenn ich dann mehr weiß, wenn ich es gespielt habe. Aber zum aktuellen Zeitpunkt muss ich euch eben mit 5 von 8 Bonuspunkten vertrösten. Und damit kommen wir auf 11 von 16 Punkten. Ich kann es bedingt empfehlen. Ich würde einfach mal sagen, holt euch die PDF. Da kann man mit dem Preis auf alle Fälle wenig falsch machen und lest da mal rein, ob das was für euch ist. Ja, das kann ich eben dazu sagen. Gut, damit würde ich mich an dieser Stelle wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr selber schon einen Eindruck von dem System gesammelt habt, dann lasst mir gerne auch mal einen Kommentar unten drunter, damit ich oder auch andere erkennen können, ob es dann besser ist als das, was ich jetzt gelesen habe. Damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.